Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2, ich bin Nils. Und ich bin Simon. Und wir sind die Moderatoren von Game 2. Und dieser Typ, der letzte Woche mit seinem Orchester. Orchester, das hier ist Hauen und Pappe und keine Hochkultur. Bodenständige Gaming-Kost, die schmeckt wie bei Mutti. Lost Ark zum Beispiel, ein richtig fettes, vor Content nur so triefendes MMORPG-Monster. Looten, leveln, alles, was man braucht. Oder Dying Light 2 mit Zombies, was braucht man mehr? Nix. Genau, Zombies sind cool, wer braucht dann Orchester? Niemand. Wir haben Tim. Tim, spiel das Intro. Entstaubt eure Sportutensilien, jetzt spielen wir mit Zombies eine Runde Baseball, denn Dying Light 2 ist da. Welcome to Paradise. Hier schnetzelt ihr euch durch Untotenhorden und werdet dadurch zum gefürchtetsten Zombie-Killer der Stadt. Ein Bändiger der Elemente, der seine Feinde abfackelt oder mit Elektroschocks brutzelt oder zertrümmert die Schädel eurer Mitmenschen mit unglaublicher Wucht, dass die Augen... Halt, stopp! Hier wird nichts zertrümmert oder gesnetzelt. Das Spiel ist in Deutschland geschnitten. Was? Die noch menschlichen Bewohner dieser Welt können nicht verstümmelt werden. Okay, aber was ist mit den Zombies? Ja, nun, bei denen geht alles noch. Okay, und was ist mit der PC-Version? Tja, die haben wir uns noch gar nicht angesehen. Ach was. Dann schaffen wir das mal schnell zur Seite. Die geschnittene Fassung von Dying Light 2 ist kein Riesenbeinbruch. Haha, Beinbruch. Und hat kaum Auswirkungen auf Spielverlauf sowie das Gameplay. Aber klar, die Vision einer erbarmungslosen Welt, die das polnische Studio Techland hier erschaffen will, verliert dadurch schon ein wenig. PC-SpielerInnen erhalten übrigens beim Kauf über die gängigen Online-Stores noch die ungeschnittene Version. Ob diese nachträglich noch von der USK unter die Lupe genommen wird, ist noch unklar. Oh, da haben wir jemand ganz neugierigen. Pass auf, wo du deine Nase reinsteckst, Pilger, oder sie fehlt bald. Storymäßig hat Dying Light 2 mit dem Vorgänger, abgesehen von kleinen unwichtigen Anspielungen, nichts am Hut. Die Geschichte spielt 15 Jahre später und der Zombie-Virus hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Der neue Held Aiden denkt aber gar nicht daran, die Menschheit zu retten. Statt einem Heilmittel sucht er nun schon gut 15 Jahre nach seiner kleinen Schwester, die er in der letzten Bastion der Menschen vermutet, der Stadt Villador. Die beiden waren während ihrer Kindheit Versuchskaninchen und ihnen wurden unbekannte Mittel verabreicht. Die Versuche machten die Kinder allerdings körperlich stärker und resistenter gegen das Virus, also zumindest einige. Bei Aiden zeigte sich der Effekt sogar besonders dolle. Gegen Schläge auf seine Birne halfen die Experimente aber auch nicht. Ständig knockt jemand Aiden aus, der dann einige Zeit später irgendwo anders wieder zu sich kommt. Hey! Hey du! Hey! Hast du auch keinen Bock mehr, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren? Dort ist es immer eng und du bekommst Gespräche mit, die du gar nicht hören willst. Dann haben wir die Lösung für dich. K&K-Transporte. Klick und Kick. Mit dieser App kommst du ganz ohne Anstrengungen an deinen Zielort. Nur einen Klick und dann gibt's einen Kick. Reisen war noch nie so einfach. Und wenn du auch mal was vergisst? Ja, hier fehlen irgendwie ein paar Unterlagen. Kein Problem. Nur ein Klick und Kick. Und nee, schon bist du wieder zu Hause. Danke. Grundsätzlich solltet ihr die offene Welt bei vollem Bewusstsein erkunden, denn an jeder Ecke findet ihr Briefe, Notizen und Kassettenbänder, die euch mehr über die Welt verraten. Schön Standard. Ebenso schlimm wie die per Schlag auf die Mütze verursachten Aussetzer sind die lieblosen Rückblenden. Die möchten emotional sein, schaffen das aber leider wegen schlecht geschriebener und vertonter Dialoge nicht. Naja, ist halt kein The Last of Us. Aiden! Nicht ihn! Not me! Aiden! Anfänglich plätschert die Geschichte einfach nur so vor sich hin. Doch wenn ihr die ersten Entscheidungen getroffen habt und in moralische Grauzonen schlittert, nimmt die Story an Fahrt auf. Wenn ihr euch dafür entscheiden müsst, einer Partei zu helfen, die mit zweifelhaften Methoden vorgeht, fällt das schon gar nicht so leicht. Trotzdem werden euch die Gespräche oft kalt lassen. Vor allen Dingen, wenn mal wieder bedeutungsschwanger dahergeredet wird. Aber die gute Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich bald genug selbst tot sind. Naja, ist halt kein The Last of Us. Mann, was soll denn der Kack? Du hackst ja nur auf dem Spiel rum. Ja, es ist immer kein The Last of Us. Kannst du bei The Last of Us Parcours laufen? Nein. Kannst du mit einem Paraglider durch die Gegend gleiten? Nein. Hast du ein riesiges Waffenarsenal? Mann, okay, du Sprecher, ich scheiße. Siehste, jetzt halt mal die Luft an. Hier gibt's nämlich abseits der Story noch jede Menge Sachen, die richtig super sind. Und zwar die Nebenquests. Die können sich echt sehen lassen. In dieser hier zum Beispiel trefft ihr auf einen Typen, der euch augenscheinlich helfen möchte. Wenn ihr seinem Rat folgt, findet ihr euch aber plötzlich in einem Hinterhalt wieder. Ein paar Basie-Schellen später stellt sich heraus, dass der Questgeber zu seinem Verrat gezwungen wurde.
Eine Bande hat nämlich seinen Bruder gefangen und droht, ihn zu töten, sollte er nicht Ahnungslose in deren Falle locken. Ihr merkt, Nebenquests wie diese erzählen eigene kleine Geschichten und fühlen sich dadurch wichtig und spannend an. I brought all of this down on myself. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Neuerungen von Dying Light 2. In der überlebenden Bastion Villador haben sich aus den Überresten der Menschheit zwei Hauptfraktionen gebildet. Die Peacekeepers und die Survivors. Die beiden Parteien wollen ihren Einfluss in der Stadt erweitern, wofür Aidens Kletterkünste eine wichtige Rolle spielen. Aiden kann in den Stadtteilen bestimmte Gebäude einnehmen und sie einer Fraktion übergeben. Dadurch schaltet ihr im jeweiligen Gebiet Fraktionsvorteile frei. Die Peacekeeper legen beispielsweise tödliche Fallen für die Infizierten aus, die Survivors wiederum spendieren euch Seilrutschen. Großen Einfluss auf das Ende der Geschichte nehmen die Fraktionen und euer Verhältnis zu ihnen jedoch nicht. Ebenfalls neu ist der Nachttimer. Im ersten Teil durftet ihr noch so lange rumlaufen, wie ihr wolltet, jetzt ist die Zeit begrenzt. Zu Beginn habt ihr in der Dunkelheit nur 5 Minuten Zeit, euch um eure Angelegenheiten zu kümmern. Scheiße! Braun gebrannt werdet ihr zwar nicht, aber ohne die UV-Lampen in den Unterschlüpfen kann es für euch schnell tödlich enden. Denn nur diese Strahler setzen den Timer am Anfang zurück. Das mag erstmal nervig klingen, doch die Zeitbegrenzung macht die Nachtausflüge wesentlich spannender. Im Vergleich zum Vorgänger bietet Dying Light 2 auch einiges mehr. Mehr Blaupausen fürs Craften, mehr Waffenmods für dollere Zombie-Kloppe, mehr Wurf-Gadgets, mehr Klamotten mit Rüstungswerten und einen Paraglider. Dazu neue Monster, mehr Loot, mehr Waffen, noch mehr Loot, noch mehr Waffen und. Puh! Ihr werdet ganz schön zugeschüttet mit Möglichkeiten, die Apokalypse zu bewältigen. Um die Stadt jedoch wirklich erfolgreich zu erkunden, spielt Leveln eine große Rolle. Durch eure Parcours- und Kampfeinlagen verdient ihr spezielle Erfahrungspunkte, mit denen ihr neue Fähigkeiten für noch coolere Klettereien und fetzigeres Fratzengeballer freischalten könnt. Gesundheit und Ausdauer lassen sich durch das Sammeln von speziellen Spritzen ebenfalls verbessern. Netter Nebeneffekt, der Timer für eure Nachtaktivitäten erhöht sich dadurch auch. Also es ist doch alles komplett unlogisch. Er kriegt also die ganze Zeit diese Hemmstoffe gespritzt und dadurch kann er dann nachts länger raus. Aber gleichzeitig wird er anfälliger für den Virus. Was ist denn das für ein Quatsch? Was soll der denn damit machen? Ständig hustet er, wird krank, fällt um. Das ist doch keine Hilfe, ne? Außerdem, warum ist der von Anfang an nicht so stark? Der ist doch als Kind vor 15 Jahren in einen Topf voller Spritzen gefallen. Dann läuft er jahrelang im Wald rum wie ein Lappen und dann kommt er in die Stadt und plötzlich ist er der Übermensch. Was geht denn da ab? Und fangen wir erst gar nicht an mit den Kassetten. 20 Jahre lang habe ich keine Kassettenbänder mehr gesehen. Ihr etwa? Die kriegt man nicht mal mehr im Supermarkt. Ich bin noch nicht fertig, weil da ist... Na gut, über die Logik bei Dying Light 2 solltet ihr nicht zu lange grübeln. Da kriegt ihr nur Brei im Kopf wie so ein Infizierter. Apropos, die zahlreichen Waffen, mit denen ihr den letzten Funken Grips aus den Zombies haut, können nicht repariert werden. What? Echt? Krass. Ist ja wie bei Breath of the Wild. Denkt ihr euch jetzt bestimmt. Glücklicherweise halten die Waffen mit steigendem Level länger und ihr findet von denen genug, um nie mit leeren Händen dazustehen. Die Kloppereien werden jedenfalls nicht langweilig. Das Movement macht Spaß und die Kämpfe bleiben abwechslungsreich, weil eure Möglichkeiten mit fortlaufender Spielzeit immer komplexer werden. Und dass ihr online mit bis zu 3 weiteren Mitspielern Zombies hexeln könnt, ist da nur zuträglich. Zwar erhält nur der Host der Koop-Session auch den Quest- und Story-Fortschritt, zumindest kassieren aber alle anderen Loot und Level fürs Mitspielen. Schade, dass im Vergleich die Geschichte nicht mithalten kann. Die schlecht geschriebenen Dialoge und teils unlogischen Zwischensequenzen vergeuden das immense Potenzial der stimmungsvollen Welt. Wie hier. I'm starting to worry about you. And you know what I'm saying. If you're starting to worry about someone, it means it's time to go. Aber anstatt wegzugehen, schenkt er Aiden noch ein Bier. Auch die Performance des Spiels ist durchwachsen. Bei unserem Test auf der PS5 lief der Leistungsmodus zwar größtenteils stabil, der Qualitätsmodus kann das aber nicht gerade von sich behaupten. Und von Bugs, über die sich im Netz stellenweise beschwert wird, blieben wir bei unseren Tests größtenteils verschont. Bei einer Spielzeit von 35 Stunden kam es zu 3 Spielabstürzen und vereinzelten kleineren Grafikfehlern. Wer also Bock auf martialische Zombie-Prügelei in einer stimmungsvollen, offenen Welt hat, der kann an Dying Light 2 viel Spaß haben. Wer wiederum eine interessante und emotional mitreißende Geschichte sucht, wird enttäuscht. Und zwar hart. Ist halt kein The Last of Us. Ach, halt die Klappe, Steve.
Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Auch diese Woche habe ich wieder eine geballte Ladung Infos für euch. Verlieren wir also keine Zeit und beginnen direkt mit einer Urheberrechtsklage gegen Capcom. Satte 12 Millionen US-Dollar Schadensersatz fordert die Fotografin Judy A. Jurassic, weil das Unternehmen ohne ihre Zustimmung mehrere hundert ihrer Bilder verwendet haben soll. Über 200 Beispiele widerrechtlicher Nutzung habe Jurassic gesammelt, wobei die Verwendung besonders gut im Logo von Resident Evil 4 zu sehen sei. Den Angaben zufolge stammen die Bilder aus ihrem Buch Surfaces, einer Fotosammlung von über 1200 Texturen. Besonders brisant: Im Buch enthalten ist eine CD mit digitalen Versionen der Bilder. Durch den Hackerangriff Ende des vergangenen Jahres ließen sich Grafiken ausmachen, die dieselben Bezeichnungen wie auf der CD aufweisen. Als Google zum ersten Mal Stadia präsentierte, sollte der Spiele-Streaming-Dienst die Videospielbranche revolutionieren. Inzwischen sind seit dem Release über 2 Jahre vergangen und man kann sagen, so richtig revolutionär war das bisher nicht. Und das könnte jetzt Folgen nach sich ziehen. Laut einem Bericht von Business Insider habe das Unternehmen Stadia intern depriorisiert und versuche, die zugrunde liegende Streaming-Technologie unter dem Namen Google Stream anderweitig zu vermarkten. Gesprochen wird von möglichen Deals mit Unternehmen wie Bungie, Peloton oder Capcom, die die Kontrolle über ihre Spiele und Inhalte behalten, jedoch auf das Streaming-Know-how des US-Konzerns zurückgreifen können. In einem Twitter-Statement gab Google inzwischen an, man arbeite weiterhin sehr hart an einer guten Zukunft für Stadia. Das unterstrich das Unternehmen unter anderem mit dem Hinweis auf über 100 neue Spiele, die im Jahr 2022 in das Portfolio aufgenommen werden. Welche das sind, ist aber hier die spannende Frage. Vor allem das Spieleangebot war in der Vergangenheit schließlich einer der größten Kritikpunkte am Streamingdienst. Ob ihr Stadia nutzt oder mal genutzt habt und was ihr generell so vom Spielestreaming haltet, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wir machen jetzt so richtig flott weiter, ich meine so richtig flott, mit dem Ticker! Verzauberter September? Weiteren Hinweisen zufolge könnte Hogwarts Legacy bereits im September dieses Jahres erscheinen. Den Grund für diese Annahme liefert ein Artbook mit dem Namen The Art and Making of Hogwarts Legacy, das am 6. September 2022 erscheinen soll. Zepter Time statt Hammer Time. Der Twitch-Streamer Xenagear veröffentlichte diese Woche eine Mod, die die Mechaniken des Roguelikes Spelunky 2 und des Jump'n'Runs Getting Over It zu einem Spiel verschmilzt. Wir wünschen dann mal frohes Scheitern. Nicht so Epic. Laut Epic-CEO Tim Sweeney wird Fortnite nicht auf dem Steam Deck erscheinen. Als Grund nannte er die Angst vor Cheatern, die vor allem auf Linux-basierten Systemen schwerer zu bekämpfen seien. Dauert noch ein bisschen. Nachdem Rockstar Games die Entwicklung eines neuen GTAs offiziell bestätigte, hat sich der gut vernetzte Brancheninsider Jason Schreier via Twitter zu einem möglichen Release-Termin von GTA 6 geäußert. Ihn würde es nicht wundern, wenn das Unternehmen zuerst einen Fake-Termin für Herbst 2023 ankündigen würde, um das Spiel dann auf das Jahr 2024 zu verschieben. Mobilecraft. Laut dem aktuellen Quartalsbericht von Activision Blizzard soll noch in diesem Jahr ein Spiel aus dem Warcraft-Universum für Android- und iOS-Geräte erscheinen. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt. Singleplayer AD? In einem Interview gab Platinum Games Gründer und CEO Atsushi Inaba an, das Unternehmen wolle sich künftig mehr auf Live-Service-Games fokussieren. Dazu wolle man von rund 300 auf 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken. Nintendo News. In einer Nintendo Direct kündigte das japanische Traditionsunternehmen unter anderem 48 mehr oder weniger neue Strecken für Mario Kart 8 an, gab die Entwicklung von Xenoblade Chronicles 3 samt Release-Zeitraum im September bekannt und präsentierte einen Trailer zu Kirby and the Forgotten Land. Von Zelda Breath of the Wild 2 fehlte leider erneut jede Spur. Neue Hinweise. Mit einem neuen Trailer zu Atomic Heart deutete das russische Entwicklerstudio Manfish einen Release-Zeitraum des Ego-Shooters an. Irgendwann im Zeitraum von September bis Dezember 2022 wird's wohl soweit sein. Petition 2042. Mit einer Petition kämpfen aktuell über 70.000 enttäuschte Battlefield 2042 Spielerinnen und Spieler um die Erstattung des Kaufpreises. Der Grund liege im desolaten Zustand des Spiels und damit verbundener irreführender Werbung. Auch hier gilt wieder, wir wollen natürlich wissen, welche Erfahrung ihr mit Battlefield 2042 gesammelt habt. Schreibt's doch bitte in die Kommentare. In der Zwischenzeit gebe ich an Janina ab. Die hat sich nämlich Ghostwire Tokyo angeschaut und weil es da doch eine ganze Menge offene Fragen gibt, bin ich gespannt, was sie zu berichten hat. Bitteschön. Ja, genau. Die Betonung liegt hier aber auch auf angeschaut.
Selber zocken konnte man nämlich nicht. Trotzdem habe ich jetzt schon mal einen besseren Eindruck bekommen, worum es in dem mysteriösen Gruselspiel eigentlich geht. Das Ganze wird so ein Mix aus traditionellen japanischen Geistergeschichten und Near-Future-Tokyo-Setting. Die namensgebende Hauptstadt mit Wahrzeichen wie der Shibuya-Kreuzung oder dem Tokyo Tower sieht mit extra Neon-Anstrich und den Glitch-Effekten ziemlich cool aus und erinnert fast ein bisschen an Night City aus Cyberpunk. Mag ich generell schon mal, doch was genau sollen wir da eigentlich? Durch ein übernatürliches Ereignis sind dort 99% der Bevölkerung verschwunden und stattdessen tummeln sich dort nun haufenweise Geister und Fabelwesen aus der japanischen Sagenwelt. Zum Beispiel Dämonen namens Yokai oder die Teru-Teru-Bosu-Puppen, die in Japan für gutes oder schlechtes Wetter sorgen sollen. Hinter all dem soll ein maskierter Okkultist namens Hanya stecken, dem wir natürlich das Handwerk legen müssen. Was der allerdings davon hat, dass er die ganze Stadt vergeistert hat, haben wir bislang noch nicht gerafft. Naja, ist halt voll mysteriös. Critical Work. Auch strange, in unserem Hauptcharakter Akito steckt eine weitere Person, KK. Durch ihn besitzen wir nicht nur übernatürliche Fähigkeiten wie Fliegen, sondern können uns auch besser mit Tieren verständigen und beherrschen ätherisches Weben, was das Spiel als erweiterbare paranormale Fähigkeit beschreibt. Und mit dieser krassen spirituellen Energie sollen wir Tokio retten, indem wir die bösen Geister bekämpfen. Mithilfe von Feuer, Wasser, Wind und so eine Art Energie oder was das manchmal ist. Darüber hinaus kann man auf Fähigkeiten wie Teleport zurückgreifen und diverse Gadgets benutzen, wie einen Bogen oder einen Talisman. Es wird auch Skilltrees geben, wo man Fähigkeiten und Equipment verbessern kann. Die Kämpfe werden also voraussichtlich in Ghostwire Tokyo eine sehr große Rolle spielen und die sahen auch ziemlich cool aus. Die Attacken bestehen übrigens rein aus den Handbewegungen des Hauptcharakters, die auf traditionellen Kuchikiri-Handgesten basieren. Die Kämpfe sollen durch haptisches Feedback des PS5-Controllers spürbar gemacht werden. Ausprobieren konnte ich das aber leider noch nicht. Doch Kämpfen ist nicht alles, denn das Spiel dreht sich nicht nur um bösartige Geister. Auch Verbündete und generell gutartige Seelen streifen durch die Kreuzungen und Gassen und warten nur darauf, befreit zu werden. Das läuft wohl so ab, dass man die Seelen der Geister mit Hilfe von Katashiro, also menschenförmigen Puppen aus Papier, speichert und dann in einer Telefonzelle abgibt. Ja, macht Sinn. Das Grundgerüst von Ghostwire Tokyo gefällt mir schon mal echt gut. Bisschen Japano-Weirdness, spannende Atmosphäre, schicke Umgebung, interessantes Kampfsystem und Gruselstory. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass uns der erste Eindruck nicht trügt und uns hier ein richtiger Horror-Hit ins Haus steht. Dankeschön, Janina. Das war's dann auch mit den News für diese Woche. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. In einer Gaming-Redaktion läuft es ja ungefähr so ab. Jede Woche fragt man sich, welches Spiel man behandelt. Dann surft man ein bisschen durchs Internet und dann findet man ein Spiel wie Lost Ark. Man liest ein paar erste Infos. Oh ja, MMORPG aus Korea, im Diablo-Stil, ist dort schon seit Jahren mega erfolgreich und kommt jetzt zu uns, klingt nach einem super Thema. Und dann liest man noch ein bisschen weiter und merkt, das Spiel ist so absurd umfangreich, dass ein normaler Mensch das in 2 Wochen, die man für ein Review hat, überhaupt nicht alles wegzocken kann. Ja, und was macht man dann? Ja, dann sucht man sich ein neues Thema. Ah. Oder man gibt es Trant. Ah, Trant. Und was sollen wir jetzt stattdessen machen? Was ist denn mit dem Lost Ark? Das kommt am 11. Februar und es geht schon so ein bisschen steil im Internet gerade. Alter, echt jetzt? Dann können wir gleich Handyscheiße machen. Wieso, was ist das denn? Das ist so ein Free-to-Play-Online-Diablo aus Korea, aber sieht echt ganz geil aus und ist, glaube ich, keine kleine Nummer. Ich weiß nicht. Wieso? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, eben. Ich habe auch ein bisschen Bock drauf, also ich wüsste selber gerne mal, was das ist. Ey, komm, dann machen wir es einfach so, oder? Ja. Du kannst ja mal ausprobieren. Aber ist das nicht ein MMO? Nee, ich glaube nicht so richtig. Ich zock einfach mal rein, Zugangs- und Presseserver habe ich schon. Das wird schon nicht so wild werden. Boah, dieses dümmliche Grinsen. Ich war so naiv. Aber fangen wir vorne an. Vor diesem Gespräch hatte ich mich mit Lost Ark so gut wie gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe quasi nur nebenbei mitbekommen, dass dieses koreanische Action-Rollenspiel ein wenig Internetaufmerksamkeit bekam. Daraufhin schaute ich mir 1-2 Trailer an, stolperte über eine PC Games Schlagzeile, die es als Diablo-Killer betitelte, und das war's mit meinem Vorwissen. Also dann einfach mal losgezockt. Aha, 5 Charakterklassen stehen zur Auswahl und die werden schon im Auswahlmenü so cool präsentiert, dass ich gleich Bock auf mehr krieg. Als Fan von dicken Brocken nehme ich natürlich den Krieger. Ist klar, Name, Haumann. Und hey, es gibt ja auch Unterklassen, die ich vorher in einem Testmodus ausprobieren darf. Eine vorbildliche Idee, die in allen Rollenspielen Pflicht werden sollte. Am ehesten sagt mir der Paladin zu.
Die erste halbe Stunde nach dem Start des Abenteuers bin ich noch ein bisschen skeptisch, wegen einiger Kleinigkeiten. Der Name eines NPCs wird in zwei Dialogsätzen dreimal falsch geschrieben. Heißt der Typ jetzt Gerka, Gerza oder Zerka? Komisch ist auch, dass ich viele Umgebungsinteraktionen mit Mausklick ausführen kann, aber für manche zwingend die G-Taste drücken muss. Dass es eine Controller-Steuerung gibt, ist zwar gut gemeint, aber wirklich brauchbar ist sie nicht. Und außerdem finde ich diesen K-Pop-Priester mit seinem Gestöhne ein klein wenig anstrengend. Wow. Aber das sind nur die üblichen Hürden der Eingewöhnungsphase, die in den folgenden 5 bis 6 Stunden komplett vergessen sind. Denn je länger ich spiele, desto mehr merke ich, wie sorgsam die Kampagne orchestriert wurde, um bloß keine Langeweile aufkommen zu lassen. Die verschiedenen Umgebungen sind hübsch gestaltet und geben sich in genau den richtigen Abständen die Klinke in die Hand. Immer wenn ich denke, jetzt wäre mal Zeit für was Neues, komme ich ins nächste Gebiet. Die Quests sind spielerisch zwar nichts Besonderes, nämlich klassischer RPG-Standard der Marke Hau Viecher weg oder Klick Dinge an, aber sie lassen mich nie unnötig lange Wege gehen und flutschen angenehm durch. Was auch für die Einführung neuer Mechaniken in Form von Mini-Tutorials gilt, denn die sind in die Queststruktur mit eingewoben und bringen mir quasi nebenher bei, wie der Begleiterhase läuft, beziehungsweise automatisch Items aufsammelt. Zusätzlich werde ich immer wieder in kurze Dungeons geschickt, in denen ich mit größeren Feindwellen und Bossmonstern konfrontiert werde. Und wichtige Storybeats werden mit schicken Cutscenes und Kamerafahrten inszeniert. Zusammen mit der seichten Loot-Spirale und den regelmäßigen Level-Ups entsteht schon jetzt ein regelrechter Sog, der mich daran hindert, aufzuhören. Den größten Anteil an dieser Sogwirkung haben aber meiner Meinung nach die Kämpfe. Die verschiedenen Skills meines Kriegerboys sind so fett und wuchtig inszeniert, dass ich mich daran nicht satt spielen kann. Es ist einfach super befriedigend, die Gegner so ein bisschen auf einen Haufen zu locken und dann mit Schmackes durchzupflügen. Hier, guckt mal, wie das scheppert, ey. Irgendwann dämmert mir aber auch, dass Lost Ark wohl doch etwas mehr ist als nur ein vermeintlicher Diablo-Killer. Ich kann zum Beispiel Beziehungen mit NPCs eingehen, um später tolle Sachen von denen zu bekommen. Nicht wirklich üblich für ein stumpfes Action-Rollenspiel. Dann finde ich so eine Art Sammelkarten und entdecke dadurch das komplexe Kartensystem, mit dem ich Set-Boni aktivieren kann. Und im Bildschirm für Sammelobjekte sehe ich erstmals die gesamte Weltkarte, die wirklich verdammt groß zu sein scheint. Ey, ich glaube, ich muss echt mal René anhauen, meinen Kollegen aus unserer IT-Abteilung. Der zockt Lost Ark nämlich schon seit der Beta und weiß Bescheid. Wie schnell tippt der denn? Russischer Server, T3, WoW Classic? Nice. Ich habe mir ein Monster-MMORPG ans Knie genagelt. Lost Ark gibt's in Korea schon seit 3 Jahren, hat bei den Korea Game Awards 2019 6 Auszeichnungen gewonnen und ist dort aktuell in Season 2. Auch bei uns startet es mit Season 2, wodurch es schwachsinnig viel Content hat. Die Zielgruppe sind eingefleischte MMO-Fans, die die volle Packung haben wollen. Mit Diablo hat das eigentlich gar nichts gemeint. Wie soll ich denn daraus jetzt einen brauchbaren Beitrag basteln? Aber jammern hilft ja nix. Ich muss da jetzt durchrushen, wie René sagt. Level 50 ist das Ziel, will ich irgendwas vom Endgame sehen? Let's go! Die Main-Quests sind sehr effektiv, neben Quests lasse ich nichts liegen. Na, Logo! Dialoge, Belohnungsbildschirme, klick ich alles weg. Vom Trash-Mob oder Dungeon-Bosse, Quests alle frech. Ich muss dringend ganz schnell leveln, Lost Ark ist riesengroß und die Kampagne ist nur ein kleiner Auftakt. Ganz schnell leveln, Laufwege kürze ich ab, indem ich reite und der mich teleportiert. Ganz schnell leveln, fürs Mining und Angeln.
Actionsequenzen sehen toll aus, doch ich kann sie nicht genießen. Ganz schnell leveln. Oh, was geht denn hier gerade ab? Irgendwas tut sich da. Nachdem ich Burg Luterra erobert habe, sehe ich einen Haufen NPCs mit neuen Aktivitäten. Das sind zig Anlaufstellen zum Währungstausch und lauter neue Spielmodi. Und ich krieg das Housing beigebracht. Auf Deutsch, ich erhalte vom König eine eigene Festung, die ich dekorieren darf und in der ich Dinge herstellen kann. Ich glaube, ich muss René nochmal anhauen. Tja, das war's dann wohl für mich. Natürlich könnte ich nochmal 10 Stunden reinbuttern, um Level 50 zu werden, wäre machbar. Doch selbst dann könnte ich vieles von den dann freigeschalteten Inhalten gar nicht ausprobieren, denn ich spiele hier auf einem Server für Presseleute und da ist nix los. Erst einmal in 15 Stunden ist mir eine andere Heldin in der Welt begegnet. Und die Mitspielersuche für diverse Mehrspieleraktivitäten blieb immer ergebnislos. Deswegen habe ich die Zeit lieber dazu genutzt, mich anderweitig schlau zu machen. Unter anderem darüber, was man in Lost Ark alles machen kann. Ist viel, aber ich beeil mich. Raids gehören wie in jedem MMO-Rollenspiel zum Endgame-Content für die Besten der Besten. 8 SpielerInnen müssen Bosskämpfe mit sehr komplexen, in zufälliger Reihenfolge auftretenden Mechaniken bestreiten. Erfüllt einer seine Aufgabe nicht richtig, geht die ganze Truppe drauf. Die Raids in Lost Ark gelten als sackschwer. Dungeons. Eine Aktivität für 4 Leute, die es in mehreren Varianten gibt. Mal müssen unter Zeitdruck eine gewisse Masse an Feinden verhauen werden, mal sind sie aufgebaut wie kleine Raids. Letztere sind ebenfalls ziemlich schwer, sagt René. Player versus Player. Selbsterklärend, SpielerInnen hauen sich in Arenen gegenseitig aufs Fressbrett. Der PvP-Modus ist recht populär, weil er für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgt. Weder die Ausrüstung noch der Levelfortschritt spielen hier eine Rolle. Handwerksfähigkeiten. Hierzu zählen das Kräutersammeln, das Erze schürfen oder das Angeln. Jeder kann alle Berufe auf einmal ausüben und verbessern. Die Festung als eigenes Heim, hatten wir ja schon kurz gesehen. Interessant ist nicht nur der Deko-Aspekt, sondern dass ihr hier auch Tränke braut oder Buff-Speisen kocht, die ihr dann verkaufen könnt im Auktionshaus. Waren, die ihr hier anderen Leuten feil bietet, bringen euch die Währung Gold ein. Und das ist deswegen nennenswert, weil Gold in Premium-Währung für den Echtgeld-Shop getauscht werden kann. Und die anderen Sachen klatsche ich jetzt einfach mal so hin, weil sonst werden wir nie fertig. Wächter-Raids, Würfel-Dungeons, Turm-Herausforderungen, Segeln, Welt-Events und ich habe sicher noch ein paar Sachen vergessen. Es ist echt sau viel Content, den man hier quasi umsonst bekommt. Wobei, umsonst ist ja bekanntlich nur der Tod und so hat Lost Ark natürlich auch einen Echtgeld-Shop, über den wir kurz reden müssen. Handelt es sich bei dem Spiel um eine Pay-to-Win-Abzockbude? Zum aktuellen Zeitpunkt? Nein. Die Angebote im Shop sind überwiegend kosmetischer Natur und somit nur für Fashion-Victims eine Versuchung. Einzig die kristalline Aura könnte für regelmäßige Ausgaben sorgen. Das ist ein Paket aus Komfortfunktionen und Fortschrittsboostern, welches 10 Euro kostet und 30 Tage hält. Braucht es nicht zwingend, doch für besonders engagierte und bequeme SpielerInnen ist es reizvoll. Aber die müssen das dann eben als eine Art Abo-Gebühr verbuchen. Dennoch, zusammen mit der Tatsache, dass sich diese Aura und andere Inhalte über Umwege mit Ingame-Währung finanzieren und somit erspielen lassen, kann man von einem fairen Monetarisierungsmodell sprechen. So, ein Fazit kann es hier nicht geben, höchstens eine grobe Einschätzung meinerseits und die lautet, ich verstehe den Hype. Lost Ark ist hübsch, spielt sich geil und ist bis unter die Dachkante voll mit Inhalten für jeden Geschmack. Ob Teamplayer oder Solisten, ob Casuals oder Hardcore-Raider, hier scheint es für alle was zu geben. Doch genau deswegen ist es auch mit Vorsicht zu genießen. Das Ding hat riesiges Potenzial, einen süchtig zu machen. Deswegen würde ich es nur Leuten empfehlen, die genug Selbstdisziplin haben oder zumindest wissen, worauf sie sich einlassen.
das war's auch schon wieder mit Game 2. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä? Warum war die Sendung denn so viel mega geiler als letzte Woche? Dann ist die Antwort ganz einfach. Das liegt an uns. Denn wir haben viel besser moderiert als Colin letzte Woche. Und falls ihr diese Moderationsmisere und das peinliche Gesinge mit dem Orchester und so weiter verpasst habt, dann könnt ihr euch das Ganze hier oben nochmal angucken. Auf eigene Gefahr. Wenn ihr was wirklich Witziges sehen wollt, dann guckt lieber mal auf dem ZDF-Comedy-Kanal vorbei. Der ist auch garantiert Colin-frei. Glaube ich zumindest. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht so sicher. Wie auch immer, wiederschauen. Reingehauen. Wir sind sehr gut als Moderationsmannschiene.